Nein, oh nein, nein. Ich kollabiere gleich. Wir hatten die Stadt doch gerade wieder aufgebaut. Scheiße, geh weg. Nein. Ich bin Bürgermeister, ich sage, dass du gehen musst. Es soll weggehen. Nein. Wir hatten gerade wieder über 100.000 Einwohner. Scheiße. Jetzt hat er keine Lust mehr. Geh nach Hause. Also wir haben überhaupt keinen Müll auf der Kippe. Scheiße. Dann geh weg. Mann, bist du... Ey. Scheiße. Nein. Was hab ich erzählt? Ja, ja, mach das kaputt. Hervorragend, dankeschön. Nein, nur das dann, nicht das andere auch noch. Ist das ungeschickt. Ja, jetzt lass aber mal schön die Müllkippe in Ruhe, Moment mal. Das will, wieso? Mann, es hat noch nie, was hat, wieso, was hat's denn jetzt gegen... Oh, guck mal, wir haben schon fast 30 Tonnen in der Müllverbrennung. Also, Moment mal, auf der anderen Müllhalde hatten wir 2600 Tonnen und da kam kein Monster. Was hat denn das für ein Problem? Scheiße. Ist das alles Ramon schuld? Lass meine Müllkippe in Ruhe. Geh woanders hin. Geh doch zu Maritim. Nein, meine schöne Müllkippe. Oh, es hat sie aber nicht erwischt. Nein. Okay, jetzt erwischt sie wohl. Alter, das ist aber, der gehört, da musst du bezahlen, das ist unser Müll. Außerdem ist da gar kein Müll. Der Müll ist in der Verbrennung. Das Monster ist Erde. Ist das blöd. Geh weg. Hier ist kein Platz für dich. Niemand will dich hier. Was macht das denn da? Oh Gott sei Dank ist es weg. Oh, es ist in den Boden geklettert. 70 Opfer, Augen. Und die Echse ist tot? Oh. Die hätte ja auch einfach wieder gehen können. Ich habe damit nichts zu tun. Wieso, woran ist er denn gestorben? An meinem Müll oder was? Augenzeugen beschrieben den Anblick als widerwärtig. Ja, da hätte die. Ist ja wohl selber schuld, wenn sie Müll frisst. Obwohl, nee, da war ja noch gar kein Müll. Der Müll ist in der Verbrennung. Hier, null, wir, da ist nichts, da war gar nichts drauf. Die Ex hat Erde gefressen, ist an der Erde gestorben. Oh, da, das. Oh, hier in der Gegend war doch auch das Loch im Boden. Die Ex ist wahrscheinlich in das Loch gestürzt. Hier, ich habe doch das Highlight gemacht, da das Loch im Boden. Wir bauen ein Loch im Boden. Wer das noch nicht kennt, mal bei YouTube angucken. Wir bauen ein Loch im Boden. Die Ex ist in das Loch gefallen. Das tut mir leid. Das Monster wurde wahrscheinlich von Maxis Praktikantendesign, so wie das aussieht. Und da ist Maritim direkt. Nein, nein, nicht zu mir. Oh nein, jetzt die Geschwindigkeit wieder so schnell. Scheiße. Da ist es in den Boden gestorben. Wie ist der Boden denn so dreckig hier? Warum verträgt das? Das Monster frisst ja auch Müll. Warum verträgt es denn keinen Boden? Der Boden hier ist aber sauber. Hypochonder-Monster.